Klopf und hallo. Ja, da bin ich schon wieder. Diesmal geht es um gehäkelte Sachen. Ich habe ein bisschen was fertig. Ich habe ein bisschen was. Also ein bisschen was fertig. Ein Projekt angefangen. Und eins, da habe ich nur eine Idee im Kopf. Aber wir fangen damit an, womit ich fertig bin. Und zwar ist der Schal fertig. Das war ja das mit diesem Zackenmuster. Ich habe ihn jetzt hier halbiert aufgewickelt, weil er sonst hier nicht in die Kamera passt. Also er ist doppelt so breit. Und dann gibt das hier einen schönen Farbverlauf. Wobei dieser Part hier gefällt mir am besten. Der Übergang sieht in der Kamera jetzt sehr krass aus. Das ist live ein bisschen geschmeidiger. Und dann endet das im Lila. Und der ist so schön geworden und so kuschelig. Das letzte Mal, wo ich euch den gezeigt habe, waren wir da. Angefangen hatte ich hier. Also es ist dann eine ganze Menge dazugekommen über, vom letzten Mal über Weihnachten, Silvester. Ja, und dann ist der fertig geworden. Der ist jetzt 37 cm breit und 1,50 m lang. Das war das Garn von garnstube.de. Diese Farbkombination gibt es nicht mehr, aber ich habe herausgefunden, dass es ein ähnliches gibt. Und das heißt ins kühle Nass. Das endet aber nicht in Lila, sondern in Blau. Also wer jetzt sagt so, ach ja Mensch, die Farbkombination gefällt mir, dann guckt da einfach mal vorbei oder schaut da mal rein so. Und dann werdet ihr vielleicht fündig oder findet eine andere schöne Farbe. Ja, also das war mein Schal Nummer 1. Dann hat mir meine Oma ein paar Wollreste gegeben, weil sie wollte sich eigentlich was stricken und dann haben auch irgendwie doch nicht und ach, sie weiß nicht so richtig. Und deswegen habe ich die Reste bekommen und das sieht so aus und ist ein jetzt ist verkehrt rum so und es ist ein Pfötchenschal und der hat in Abständen, in regelmäßigen Abständen immer so kleine Pfötchen drauf. Naja, drauf nicht, also rein gehäkelt. Und ich fand das so niedlich. Leider kann ich den Schal nicht tragen. Weil in dem Beige, also an der Kamera ist es weiß, aber es ist so ein Altweiß, so ein Beige halt, da ist Wolle mit drin. Und irgendwie kratzt das ganz schön. Das hier außen hat, glaube ich, keinen Wollanteil, obwohl sich das auch sehr rau anfühlt. Aber es hat sich schon niemand gefunden, der den Schal gern übernimmt. Ja. Aber ich dachte, ich zeige euch den nochmal, bevor er denn auf Reisen geht. Ich habe es auch aufgeschrieben. Der ist 20 cm breit und 1,55 m lang. Ja. Das war mein Pfötchenschal. Das häkelte sich echt schnell. Achso, ja, und die Anleitung hierfür packe ich euch in die Infobox. Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Was habe ich noch? Ich habe mir ein paar Couchsocken, Bettsocken gehäkelt. Diesmal eine andere Anleitung. Packe ich euch auch unten in die Infobox. Von dem das stammt, da habe ich nicht viel geändert. Also man muss ja sowieso mal gucken, weil jeder Fuß ist ein bisschen anders. Und gehäkelt habe ich das Ganze mit der Wolle von Sustrine Grene. Die Farbkombination Kombi 5 Pink. Das ging echt schnell. War fix fertig. Das ist jetzt hier schon fast eine halbe Ferse, also das wird hier ein bisschen anders hinten gemacht. Das sieht sehr spitz aus, aber wenn man das anhat, dann legt sich das um den Hacken so rum. Da fällt es nicht mehr so auf. Ja, wenn das so weitergeht mit meinen Socken, kriege ich vielleicht irgendwann mal welche hin mit einer richtigen Ferse. Da brauche ich keine Socken mehr kaufen, sondern kann mir die selber häkeln. Das wäre natürlich richtig schön. Ja, das war Projekt Nummer 3.
Dann habe ich ein Projekt angeschlagen. Da ist noch eine ganze Menge drauf. Nadelstärke 3 benutze ich. Und zwar habe ich angefangen, eine Projekttasche zu häkeln. Ihr seht schon, Reißverschluss ist schon drin. Das wird aber wahrscheinlich noch 100 Jahre dauern, weil das wird mit festen Maschen gemacht, damit, wenn man denn sein Projekt, seine Wolle, seine Häkelnadel da drin hat, die sich hier nicht irgendwie durchpiekst. Das hier oben, das sind ja diese Reißverschlüsse, wo schon vorgefertigte Löcher drin sind. Die sind ein bisschen groß. Aber das ist auch sehr dünnes Garn jetzt hier. Ich glaube, wenn man dickeres benutzt, dann sind die Löcher nicht ganz so groß. In dem Fall hier überlege ich mir, ob ich da noch Perlen einfädel, damit die Löcher ein bisschen verdeckt sind. Ja, aber soweit bin ich schon. Ich mache da mal einen Marker rein, damit wir dann beim nächsten Mal gucken können, wie weit ich es schon geschafft habe. Ich habe das auch hier schon ein bisschen festgenäht, dass der oben nicht mehr rausfluppt. Das hat er mal beim Häkeln gern getan. Ich bin mir noch nicht sicher. Also ich häkle jetzt erstmal gerade weiter, so bis ziemlich die Wolle aufgebraucht ist. Und dann gucke ich mal, wie ich den Boden gestalte. Da habe ich noch gar keinen Plan. Mal schauen. Und wer jetzt wissen will, was das für ein Farbgedöns ist, das ist auch Garnstube und heißt Indian Summer. Das ist alles noch, also ist nichts neu gekauft von mir, sondern das ist immer noch aus meinem Bestand, wo ich mal diese Überraschungspakete bestellt habe. Da war ja so viel Wolle dabei oder Garn, dass da brauche ich wahrscheinlich dieses Jahr aber noch nichts kaufen. Also zumindest nicht solche. Ja, das war das. Und dann, ach so, ich habe übrigens das, der Reißverschluss ist ja schwarz und das Garn fing auch mit schwarz an. Aber ich konnte das wieder nicht sehen. Ich habe so die erste Runde mich so gequält, diesen Reißverschluss und mit dem schwarzen Garn. Und oh, da habe ich gedacht, nee, ich habe halt das abgewickelt und habe jetzt mit dem ersten farbigen Faden dann angefangen, weil ich das schwierig fand. Aber ich werde es aufheben, weil man muss ja immer mal irgendwie was zusammen nähen, häkeln, so wie diese Ränder hier. Die habe ich von innen dann mit dem Schwarz festgehäkelt, festgenäht. Und dann kommt das nicht weg. Aber schwarz, wie gesagt, funktioniert immer noch nicht. Ja, und dann habe ich etwas vor. Ich habe noch keinen Plan, ob das funktioniert, aber dafür brauche ich zwei Schüchen. Dieses Ding. Das ist so eine Art Vlies. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt zeigen kann. Hier. Fragt mich jetzt nicht, wo ich das her habe. Da habe ich ganz, ganz viele Knäule von im Schrank. Ich glaube, das ist aus dem, ich würde sagen, Sanitärbereich. Wenn man sich jetzt verletzt hat oder einen Gips bekommt, dann würde man wahrscheinlich sowas hier drum wickeln. Also dann, um die Haut zu schützen, bevor der Gips rankommt. Ich glaube, sowas in der Art könnte das gewesen sein. Fragt mich nicht. Das war wahrscheinlich in irgendeinem eBay-Paket mal irgendwann vor etlichen Jahren damit bei und habe nie damit was angefangen. Und jetzt habe ich eine Idee im Kopf. Und dazu brauche ich ein so ein Teil, ein paar Schüchen und dann habe ich mir schon passende Wolle rausgesucht. In dem Fall habe ich mich für drei lila Töne entschieden. Und das Ganze, soweit kann ich es verraten, kriegt auch ein Gesicht. Deswegen ist hier nochmal schwarz, grau und weiß dabei. Also ein Gesicht, nicht ein paar Augen. Ja, ich müsste nur irgendwann mal anfangen, das auszuprobieren. Ob das nachher gut aussieht, weiß ich nicht. Aber ihr könnt ja mal raten, was es werden könnte. Vielleicht habt ihr eine Idee, die mir besser gefällt als meine. Ja. Auch das war's schon. Ich habe immer das Gefühl, ich vergesse irgendwas zu zeigen und dann sind wir schon durch. Verrückt. Was habe ich noch? Hier sind meine Socken noch. Jo, das war mein Häkelausflug.
Was soll ich noch groß sagen? Ich melde mich, wenn es dann hiermit weitergegangen ist, was ich hier. Ihr werdet es ja sehen. Ne? Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Heute ist Montag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.